Ja, die Propaganda geht jetzt natürlich auch gegen Bolsonaro, den brasilianischen Präsidenten, weil der jetzt Corona völlig ignorieren will. Da muss man jetzt halt klar machen, nein, ganz Brasilien stirbt ja sozusagen. Ja, ich rechne es mal kurz vor. Ja, was diese Propaganda so beinhaltet, ne? Wo ist es? Da ist unser Tagesbildchen. Ich gehe mal hier unten hin. Ja, gehst du weg hier? So, da ist unser Tagesbildchen. Und da haben wir doch hier unseren Taschenrechner. So. Ich hoffe, Augenblick, ich glaube, Sie können das gut sehen, den Taschenrechner. Na, so können wir es doch gut machen. Ja, also, wir haben in Deutschland 950.000 Tote. Pro Jahr, ganz normal, jedes Jahr sterben. Menschen sterben halt, ne? Menschen werden geboren und Menschen sterben. Durch 8 geteilt ist. Bist du verrückt? Sorry, tut mir leid, das war Quatsch. Was habe ich denn jetzt gemacht? 950. 1000, 1, 2, 3, rechnen Sie es mal selbst für den Taschenrechner mit. Durch 365 Tage, wir wollten doch den Tageswert haben. 365 Tage ist 2600. Im Winter müssen wir davon ausgehen, dass wir also im Winter etwa 3000 Tote pro Tag in Deutschland haben, in der Zeit der Winterkrankheiten. Ne? So, und dann haben wir. Dafür haben wir dann vielleicht im Sommer 2000 Tote pro Tag nur, ne, aus Ausgleich. So, und dann haben wir jetzt in Brasilien 209 Millionen Einwohner, teilen das durch die 82 Millionen deutschen Einwohner, ist ungefähr 2,5, machen wir es ganz grob. Oder 2,55 ist es eigentlich, 2,55. Dann machen wir also die 3000 Toten mal 2,55. Also sterben jeden Tag zur Zeit der Winterkrankheiten in Brasilien ganz normal ungefähr 7600 Menschen. Ganz normal. Und jetzt wird dann gesagt, ja, in Brasilien, da sterben ja jetzt pro Tag 1000 Leute angeblich an Corona mit, wer weiß, wie viel Falschtestungen, wie viel nicht vorhandene sozusagen Obduktionen, die belegen könnten, dass die Haupttodesursache eben nicht Corona ist und so weiter. Ja, das heißt also 1000, also ein Siebtel, weniger als ein Siebtel sterben angeblich pro Tag in Brasilien an Corona. Ja, natürlich, diese 7650 Menschen, die jeden Tag im Winter in Brasilien ganz normal zum Sterben anstehen, an irgendwas müssen die doch sterben. Und wenn davon sind nur 1000 angebliche Corona-Tote. Also was ist denn mit den anderen, woran sterben denn die anderen 6650 Toten jeden Tag in Brasilien? Die sterben also munter an ganz anderen Todesursachen, ja? Das heißt also auf Deutsch gesagt, und wenn es sogar so wäre, dass diese 1000 Corona-Toten jetzt auf diese 7650 noch drauf kämen,
Was ich stark bezweifle, dann wären das gerade mal 8.650 Tote gegenüber 7.650 Tote. Das ist doch kein Grund, um einen Staat zu ruinieren, eine Volkswirtschaft zu ruinieren. So eine minimale statistische Schwankung, wie sie jederzeit mal vorkommen kann. Ja, dann könnte man sagen, naja gut, dann ist halt Corona eine etwas kräftigere Grippe, wenn die wirklich dazukommt. Aber möglicherweise sind die 1.000 angeblichen Corona-Toten ja in diesen 7.650 enthalten. Also ist nichts anderes als eine ganz normale Wintersterblichkeit, kräftige Wintersterblichkeit. Schluck Wasser. Also so viel zu Absurdistan. Ja? Warum werden die Zahlen nicht so dargestellt? Warum wird immer alles so dargestellt, dass immer rauskommt, ah, der Killer Corona. Ja, naja, klar, die Politiker wollen jetzt ihre Haut retten und die Journalisten vielleicht mit, weil das, wenn das rauskommt, dass das alles Schlamperei war, statistische Schlamperei war, dann sieht das halt nicht gut aus. Da kann man ja auch verstehen, dass jetzt die Politiker und so, dass die alle ihre Haut retten wollen, ne? Und die Journalisten auch. Ja, denn dann wird es ja bedeuten, dass auch die Masse der Bevölkerung das Zutrauen zu den Großmedien total verlieren würde, wenn das rauskäme. Ne? Ja, so, dann gehen wir mal weiter hier. Hendrik Streeck stellt endlich den Lockdown in Frage. Also der hat sich getraut, den Lockdown in Frage zu stellen. Komischerweise ist das aus der Berichterstattung verschwunden. Ja? Weil das ist ja peinlich, dass jetzt der Professor Hendrik Streeck, der bei Markus Lanz war und so weiter, dass der jetzt plötzlich den Lockdown in Frage gestellt hat. Das wird jetzt natürlich nochmal aktiv verschwiegen. Ja? Die Regierung und die Medien haben halt auf den gefährlichkeitsüberschätzenden medizinischen Mainstream gehört. Ja? Und haben damit den Bock zum Gärtner gemacht, anstatt neutrale Biologen oder den Weltrat zum Ratgeber zu machen. Der hätte ihnen einen ganz vorsichtigen Rat gegeben. Erstmal zu gucken, erstmal null Panik auszulösen, um nicht Paniktote auszulösen. Und dann zu gucken, und sobald wirklich sichtbar ist, dass sozusagen da die Krankenhäuser überrollt werden könnten, dann kann man immer noch handeln und vor allem hätte man da den Tipp, hätte man sagen können, liebe Leute, nicht jeden intubieren, denn dann sind ja, wenn man auch die leichten Fälle intubiert, ist doch klar, dass man dann ruckzuck die Krankenhäuser überfüllt hat. Naja gut, also aber die Medizinindustrie hätte natürlich alles dafür getan, die leichten Fälle auf die Intensivstationen zu packen, damit die möglichst schnell voll sind. Ne? Ja, denn so eine Gelegenheit lässt man sich ja nicht entgehen. Ne? Das sind ja betriebswirtschaftlich nicht völlig dumm, die Krankenhäuser. Ne? Ja. Ein Hinweis nochmal zum Thema Krankenversicherungseinkaufskarte, wo ich ja dem Bundeswahlleiter die Daten zur Verfügung stelle, was ich so einkaufe. Ja, warum mache ich das? Warum zahle ich nur irgendwelche vielleicht ganz peinlichen Dinge mit Bargeld und alles andere mit der Krankenversicherungseinkaufskarte? Ja, warum? Ich will doch, dass zum Beispiel ein potenziell gifterhaltendes Spielzeug aus Hinterindien oder so geprüft wird darauf, ob es Schadstoffe beinhaltet. Und es gibt nur eine richtige Prüfung dafür. Ja, wenn ich mit der Karte bezahle und Millionen andere Käufer dieses Spielzeugs auch mit Karte kaufen, ja, und dann die Kinder zum Beispiel, die ich ja in meine Wohlfühlnote einziehe oder die ab 12 ja auch eine Wohlfühlstimme bekommen oder ab 14 oder ab 16, das müsste ja dann alles diskutiert werden, ja.
dann, und die Kinder nehmen dieses Spielzeug in den Mund und die werden alle kränklich. Dann gebe ich natürlich die Kinder, ich für die Kinder natürlich schlechte Wohlfühlstimmen ab. Besonders, weil es geht mir ja dann auch schlecht, wenn mein Kind krank wird. Ja, und wenn dann über Millionen Käufer dieses Spielzeugs hinweg festgestellt wird, dass dieses Spielzeug eindeutig die Wohlfühlnoten und die Gesundheitsdaten, die Wohlfühlstimmen und die Gesundheitsdaten verschlechtert, dann haben wir den Beweis und sofort wird dieses Spielzeug von den Händlern aus dem Markt genommen und so weiter. Also so eine, das ist der beste Weg, den gesamten Handel dazu zu bringen, selber in Zukunft jedes Spielzeug auf Gifte zu prüfen und was auch nur im geringsten verdächtig ist, gar nicht in die Läden reinzulassen. Ja? Das ist doch unser Schutz, die Krankenversicherung. Einkaufskarte, ja. Ja, und dann generell ist es natürlich so, dass unsere Wirtschaft die höchstwertigen Produkte dann fürs Inland herstellt, denn die werden ja von der Krankenversicherungseinkaufskarte und dem Bundesstatistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden daraufhin geprüft, ob sie für uns schädlich sind. Ja, und deswegen wird die Industrie für uns die höchstwertigen, ungiftigsten Nahrungsmittel und Produkte herstellen. Und den Schrott wird sie weiter ins Ausland exportieren, denn dort gibt es ja noch keine Wohlfühlstimme und da kann man ja dann den ganzen giftigen Müll noch entsorgen und noch ins Ausland verkaufen. Das muss man so machen, denn sonst kriegt ja unsere Wirtschaft Schwierigkeiten. Ja? Und dann, wenn dir das Ausland selbst die Wohlfühlstimme eingeführt hat und so weiter, dann werden die sich auch gegen die giftige Lieferung wehren. Und aber dann hat ja die Industrie Zeit genug gehabt, sich umzustellen darauf, dass es jetzt Schluss ist mit lustig, Schluss mit giftigen Produkten. Ne? Ja. Also zum Beispiel giftiges Spielzeug aus dem Ausland wird eigentlich von vornherein jeder Spielwarenhändler, eigentlich jede Spielwarenhändlerkette wird das von ihren chemischen Laboren prüfen lassen und wird das nicht aufnehmen als Spielzeug, weil das gibt dann schlechte Wohlfühlstimmen, das gibt schlechte Statistiken, dann kriegt jeder Bürger mit, dass diese Kette unseriös ist und giftige Spielwaren aufgenommen hat und schon werden die Kunden bei diesem Händlerkette nicht mehr kaufen. Ne? Und davor hat jede Spielwarenkette Angst, also wird sie selbst schon das ganze giftige Zeug aus dem Ausland nicht mehr reinlassen. Ne? Ja, und wenn dann die irgendwie juristische Fähigkeit finden würden, die ausländischen Läden einen eigenen Verkaufsladen zu machen oder es geht über Amazon oder sonst wie, und dann stellen wir fest, also 5 Millionen Leute kaufen das Giftspielzeug, deren Wohlfühlstimmen und deren Kinder und so weiter, die Gesundheitsdaten und Wohlfühlstimmen sinken in diesem Kontext ab und schon, dann können wir immer noch dazu hingehen, dass wir auf diese Produkte riesige, gewaltigste Einfuhrzölle erheben oder gar gleich ganze Einfuhrverbote verhängen, ne? Ja, soweit, so gut. Ja, ich glaube, das war's jetzt erstmal für hier. Also, es geht ja immer das alte Spiel weiter. Wir haben jetzt also Weißrussland, Tansania und Brasilien hört jetzt auf, sich um das Virus zu kümmern. Und wenn irgendwas an der Propaganda wahr wäre, müssten jetzt in Brasilien die Totenzahlen explodieren. Ja, statt 7.000, wie war das vorhin, statt 7.650 Toten müssten dann jetzt in der nächsten Zeit 10.000, 15.000 pro Tag in Brasilien sein. Und dann müsste man die Leute interviewen können und die sagen, ja, in den letzten Jahren sind pro Jahr immer in meinem Bekanntenkreis nur 3 gestorben, aber jetzt sterben 30, ja? Und dann wüssten wir, aha, da könnte was dran sein mit dem Killer-Virus, ja? Da könnte was dran sein. Aber wir haben diese Zeugenaussagen weder aus Brasilien, mal gespannt, ob sie noch kommen,
Weder noch haben wir so etwas aus Schweden, wobei Schweden, wie gesagt, zu durchwachsen ist. Da haben wir eine einzige Zeugenaussage von einer Situation, wo sich die Leute gegenseitig die Viren in den Hals gesungen haben in einer Kirche. Ja, das ist kein repräsentative, das sind keine repräsentativen Zeugenaussagen. Das ist eine Zeugenaussage aus einem einzigen Extremfall, ja, und Sonderfall. Und interessant wären Zeugen aus Tansania und Zeugen aus Weißrussland und dann wirklich, die wirklich von ganz normalen Bekannten reden, die keiner besonderen Situation ausgesetzt hat und die jetzt verglichen mit dem Durchschnitt der Vorjahre plötzlich wie die Fliegen sterben. Da würde ich dann sagen, das ist ein erster Hinweis, dass es sich vielleicht doch um ein Killer-Virus handeln könnte. Ja, aber alles andere ist statistischer Unfug sozusagen. Ja, das war's mal wieder für jetzt.